Hallo, liebe Tanzinteressierte. Als spiritueller Meisterin ist mir der Körper sehr wichtig. Dementsprechend vielfältig ist auch mein Angebot. Von Körpertherapie über orientalischen Tanz bis hin zu Chakra-Tanz und sonstigen spirituellen Tanz. In diesem Video geht es jetzt um Bauchtanz. Wir sind eine kleine, nette, sehr persönliche Gruppe, die sich regelmäßig hier bei mir zu Hause trifft und Spaß am Tanz und Spaß an der Gemeinschaft hat. Damit du den Bauchtanz zu Hause ganz in Ruhe auch erst einmal kennenlernen kannst, haben wir dieses Video für dich zusammengestellt. Wir zeigen dir darin ein paar Basistechniken, die sehr einfach sind, aber so gewählt, dass du damit dann auch schon gleich tanzen wirklich loslegen kannst. Also schalte dir orientalische Lieblingsmusik ein und hab Spaß am orientalischen Tanz. Wenn du dann merkst, dass du noch mehr lernen möchtest oder gerne in Gemeinschaft tanzt, dann bist du uns herzlich willkommen. Also viel Spaß! Warum betone ich eigentlich so die Gemeinschaft? Weil bei uns das ganz ursprünglich weibliche Miteinander im Vordergrund steht. Und manchmal sind uns auch Herren herzlich willkommen. Ja, ich möchte euch denn jetzt gerne Michaela und Susanne vorstellen. Also ich habe schon mich mehrere Jahre lang mit Bauchtanz beschäftigt, war auch schon in mehreren Gruppen drin gewesen, habe jetzt aber eine Zeit so vergehen lassen, ohne dass ich getanzt habe, nur für mich. Ich habe gar keine Bauchtanzerfahrung. So, dann wollen wir schon gleich mal loslegen. Beim orientalischen Tanz gibt es eigentlich relativ wenig Schritte, weil er von den Isolationsbewegungen aus der Körpermitte heraus lebt. Aber ein besonders typischer Grundschritt ist der sogenannte arabische Grundschritt. Und der kommt in den meisten orientalischen Musikstücken auch vor, so dass wir den euch gerne erst einmal zeigen möchten. Und zwar geht es damit los, dass wir mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen. Wir machen das alle zusammen, dann kannst du das besonders gut sehen. Das Gewicht geht schon auf den vorderen Fuß, das heißt, wir könnten den hinteren hochnehmen, tun das aber gar nicht. Dann gehen wir wieder auf den hinteren Fuß zurück, nehmen den hoch und setzen ihn hinten ab. Wir gehen wieder bis auf den Fuß, sodass wir diesen Fuß hochnehmen könnten, tun das aber gar nicht, sondern bleiben hier stehen. Das heißt, wir gehen vor, Schritt, zurück, Schritt, vor, Schritt, zurück, Schritt. So einfach ist der arabische Grundschritt. Und deswegen können wir den auch gleich in alle vier Richtungen tanzen. Das heißt, wir gehen wieder vor, Schritt, zurück, Schritt. Und dann gehen wir, denke ich mal, zur rechten Seite. Das ist die bisschen leichtere Seite. Nun, indem wir diesen Fuß jetzt zu der Seite absetzen. Vor, zurück, zurück, Schritt. Und wieder wechseln wir die Richtung. Wir setzen nicht nach vorne ab, sondern wieder zur nächsten Seite. Vor, Schritt, zurück, Schritt. Auch da halten wir wieder an und gehen zur Seite. Vor, Schritt, zurück, Schritt. Wir machen das einmal im Fluss mit. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Dabei drehen wir jetzt schon mal gleich nach vorne, indem wir jetzt den Richtungswechsel, also Fußwechsel nehmen. Da, wo Susanne schon gleich hin wollte, da folgen wir jetzt. Indem wir jetzt den linken Fuß nehmen. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und nun verraten wir dir auch noch, wie man den Wechsel hinbekommt. Und zwar, wenn wir vor, zurück, nehmen wir nochmal vor und ran aufstellen. Und dann nehmen wir vor, zurück, vor, ran aufstellen. Vor, zurück, vor, ran und aufstellen. Vor, zurück, vor, ran und aufstellen. Jetzt kombinieren wir das Ganze, indem wir einmal rechts rumgehen
und dann links rumgehen. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor und ran. Vor, zurück, vor, zurück, vor und ran. Und schon stehen wir wieder auf dem anderen Fuß und können weiter loslegen. Wir machen das Ganze jetzt auch noch einmal mit Musik. Das, was Sie jetzt im Hintergrund hört, das ist der Maksum. Das ist ein Rhythmus, der sehr häufig in klassischen arabischen Tanzstücken vorkommt. Und da fangen wir jetzt an. Ich zähle vor viermal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Dieser Rhythmus ist jetzt der Masmoudi Sagia, der sogenannte kleine Masmoudi. Auch nach diesem Rhythmus kann man den arabischen Grundschritt gut tanzen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Okay. Gut, dann möchte ich dir jetzt gerne die Grundhaltung vom orientalischen Tanz vorstellen. Und zwar haben hier Michaela und Susanne jeweils die Seitenansicht und mich siehst du nochmal von vorne. Wichtig ist erstmal die Füße, die Innenkanten, bitte ganz parallel, ungefähr hüftbreit, so unter den Hüftknochen, also dass da vielleicht so eine Hand dazwischen passt. Fußgelenke locker, Knie locker, die sind immer durchgängig leicht gebeugt, die werden nie ganz gestreckt. Hüfte hier auch locker, ne? Also als wenn du so gesessen hast, kommst ein Stück hoch, so dass es aber bequem ist. Den Rücken lang machen, schön lang hier, das kannst du besonders gut hier an den Seiten sehen. Locker lassen, lang lassen. Oberkörper aufrichten, wir sind hier alle da, stolz, schöne Frauen. Kopf gerade aufrecht. Mit dem Himmel und mit der Erde verbunden. Ja, und das war's eigentlich schon. Probier mal aus, ob du dich ein bisschen bewegen kannst, locker bist dabei. Okay, los geht's dann. Ja, zu dieser Himmel-Erde-Grundposition gehören jetzt auch noch die Arme. Am besten ist es, wenn du sie erst einmal ganz gerade ausstreckst, in beide Richtungen, dann ein ganz klein bisschen nach vorne nimmst, die Ellenbogen etwas sinken lässt, und die Hände noch elegant nimmst. Und schon ist die Grundposition fertig. Für die eleganten Hände kannst du gerne auch erstmal ein Hilfsmittel nehmen, und zwar jeweils einen Stift für die Hände. Die klemmst du unter Zeige- und Kleinfinger auf beiden Seiten. Den Daumen lässt du etwas locker nach unten und dann streckst du die Arme wieder leicht angewinkelt aus. Und wenn du dich daran gewöhnt hast, dann kannst du das auch gerne ohne Stifte versuchen. Und dann sieht das ungefähr so aus. Und weil die Arme ja nicht die ganze Zeit immer nur in dieser einen Position gehalten werden, möchte ich dir auch noch eine Vorübung für den fließenden Übergang zwischen verschiedenen Positionen zeigen. Am besten stellst du dir vor, als wenn du lauter Fäden vom Körper immer wegziehst. Und mit dieser Eleganz kannst du dann auch andere Positionen einnehmen, zum Beispiel so. Okay, wir nehmen jetzt erstmal wieder unsere Grundhaltung ein. Die Arme, ja, die können wir zur Seite nehmen, aber wenn die Arme lahm werden, dann können wir sie auch gerne mal zwischendurch runternehmen. Denn jetzt geht es um die Isolationsebenen. Und da haben wir drei Stück. Einmal hier den Hüftbereich,
dann den Oberkörper und den Kopf. Und um diese Bereiche erstmal isoliert wahrzunehmen, werden wir jetzt so eine Vorübung machen, wo wir sie verschieben. Und wir fangen mit der Hüfte an, um überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, verschieben wir sie von einer Seite zur anderen ganz langsam. Probier mal aus, wie weit du sie überhaupt verschieben kannst. Darf auch ruhig so eine leichte Dehnübung sein, so dass wir auch erstmal warm werden. Sie soll sich ganz waagerecht verschieben. Wahrscheinlich wird das Gefühl sein, dass sie sich am Ende ein ganz klein bisschen nach unten neigt. Aber das ist eben nur, weil es da weiter nach außen geht. Der Oberkörper bleibt völlig ruhig, als wenn der auf einer Tischplatte abgelegt ist. Nur die Hüfte bewegt sich und die ganze Zeit sind die Knie gebeugt. Wenn du für die Hüfte erstmal schon ein gewisses Gefühl entwickelt hast, dann hältst du die jetzt ruhig und gehst weiter zum Oberkörper. Auch den verschieben wir jetzt von einer Seite zur anderen. Die Hüfte bleibt entspannt. Den Kopf nehmen wir jetzt ruhig mit, auf den achten wir nicht weiter. Es geht jetzt nur erstmal um diesen Bereich, um da ein Gefühl zu bekommen und zu dehnen und zu lockern. Und wenn du auch das eine Weile gemacht hast, dann kommt jetzt als drittes der Kopf. Der gesamte Körper bleibt in dieser Grundhaltung ruhig und wir verschieben den Kopf von einer Seite zur anderen, als wenn jemand an den Ohren zieht. Also als erstes möchten wir euch gerne den Twist zeigen. Und zwar nehmen wir erstmal wieder die Grundhaltung ein. Füße parallel, Knie locker, Hüfte locker. Und jetzt stellen wir uns vor, als wenn wir hier so einen Stock an der Wirbelsäule von oben nach unten haben. Und um diesen Stock drehen wir uns mit der Hüfte wie mit einer Schraube. Wohlgemerkt aber nur mit der Hüfte. Der Oberkörper bleibt so ruhig wie möglich. Wir machen das erstmal ganz langsam. Gucken mal, wie weit können wir denn unsere Hüfte überhaupt in die eine und die andere Richtung drehen, wenn der Körper, der Oberkörper dabei völlig ruhig bleibt. Die Knie dürfen ein bisschen mitgehen zum Ausgleich. Das ist der sogenannte Twist. Den kann man dann auch ein bisschen schneller machen. Und auch mit Druckbewegung und dadurch setzt man dann Akzente. Das hört sich super an. Okay. Als nächstes möchten wir dir gerne die Hüftwippe vorstellen. Dazu nehmen wir natürlich wieder die Grundhaltung ein, das heißt Füße parallel, Knie und Hüfte locker, Oberkörper aufrecht und Rücken lang. Es gibt jetzt drei verschiedene Wege, wie man an die Hüftwippe herangehen kann. Und du guckst am besten mal, welcher dir am leichtesten fällt. Der erste Weg ist über die Vorstellung. Da stellst du dir am besten eine Kugel oder einen kleinen Ball vor, der in deinem Becken ist. Und den wiegst du zunächst erstmal sanft hin und her. Von einer Seite zur anderen. Und findest auch erstmal wieder heraus, wie weit der Spielraum deiner Hüfte ist. Die zweite Möglichkeit, an die Hüftwippe ranzugehen, ist eher technisch über die Hüfte, indem du eine Seite nach oben ziehst, während die andere nach unten geht und umgekehrt. Probier auch das erstmal aus. Dabei konzentrierst du dich auf die Hüfte. Die Knie gehen mit, so weit wie nötig, und der Oberkörper bleibt ruhig. Deswegen haben wir auch vorher die Isolationsbewegungen gemacht. Der dritte Ansatz, der läuft über die Knie. Da konzentrierst du dich auf die Knie und durch die Kniebewegung bewegt sich dann die Hüfte mit. Dabei soll sie dann aber auch wieder hoch und runter gehen. Der Oberkörper bleibt ruhig und aufrecht, der Rücken lang, also bitte immer darauf achten, dass wir nicht ins Hohlkreuz gehen. Und wir konzentrieren uns jetzt auf die Knie.
Auch da können wir wieder verschiedenes Tempo wählen. Es ist immer sinnvoll, am Anfang erstmal langsam anzufangen, um auch überhaupt den ganzen Bewegungsspielraum rauszufinden. Und dann können wir das Tempo steigern. Und auch hier können wir wieder Akzente setzen. Nach unten oder auch nach oben. Wobei die Bewegung natürlich gleich bleibt, aber in der Vorstellung ist es schon ein Unterschied. Und das dann entsprechend zur Musik. So, als nächstes möchten wir dir gerne den Hüftkreis zeigen, der für fließende, langsame Bewegungen und weiche Melodien gut geeignet ist. Also erstmal natürlich wieder unsere Grundhaltung, ne? Füße parallel, Knie, Hüfte locker. Die Verschiebung der Hüfte zur Seite, die haben wir ja schon ausprobiert und geübt. Und jetzt kommt nochmal eine Bewegung nach vorne dazu. Der Rücken bleibt lang und nach hinten. Wichtig ist, dass du dabei nicht ins Hohlkreuz gehst, sondern wirklich den Rücken lang lässt. Und sogar hilfreich ist, wenn du dir so die Vorstellung hast, hier einen Faden dran zu haben, hier oben am Kreuz, und im Grunde genommen damit nach hinten gehst. Das ist rückenschonender und fühlt sich richtig gut an. Ich zeige das auch nochmal hier. Indem man hier oben eher nach hinten zieht, als den Po rauszustrecken. Also hier oben nach hinten ziehen, dann ist es richtig schön entspannt, auch für den Rücken. Okay, das heißt, jetzt fangen wir mit der Bewegung an. Zur einen Seite, nach hinten, zur anderen Seite, nach vorne, zur Seite, nach hinten, zur anderen Seite und nach vorne. Und das versuchen wir jetzt im Fluss. Mach das ruhig erstmal langsam, um ein Gefühl für die Hüfte und die Bewegung zu kriegen. Und den Oberkörper die ganze Zeit ruhig dabei lassen. Und wenn du dich damit ganz gut fühlst, dann kannst du auch die Richtung wechseln. Wie schnell oder langsam du diesen Hüftkreis machst, das hängt ganz von der Musik ab. Auch mal die andere Richtung. Ja, und damit hast du schon den Hüftkreis und kannst zu langsamer Musik tanzen. Jetzt komm mal wieder bitte in die Mitte. Und von da aus können wir jetzt als nächstes auch schon gleich in die 8 gehen. Die 8 kann man vorwärts und rückwärts tanzen. Wir fangen jetzt erstmal mit der einen Seite an. Wir gehen wieder, schieben die Hüfte wieder zur Seite raus. Dann schieben wir die Hüfte leicht schräg nach vorne und gehen auf dieser Ebene rüber zur anderen Seite, dass sie auf der Seite raus ist. Jetzt schieben wir die Hüfte nach vorne und gehen wieder hier rüber. Dann schieben wir die Seite wieder nach vorne, ziehen rüber, die Seite nach vorne, ziehen rüber, die Seite nach vorne, ziehen rüber und kommen dabei langsam in den Fluss. Wichtig ist, den Rücken lang zu lassen. Es sollen angenehme Bewegungen sein, die sich gut anfühlen. Also Rücken lang, sehr wichtig. Knie bleiben die ganze Zeit gebeugt. Und die Vorstellung ist, dass wir eine 8 auf dem Boden malen. Auch da richtet sich das Tempo wieder nach der Musik und nach deinem Geschmack. Und wenn du wieder in der Mitte bist, komm mal zum Halt. Und jetzt machen wir das in die andere Richtung. Das heißt, die Hüfte geht diesmal nach vorne raus, dann nach hinten. Wir schieben wieder über die Diagonale zur anderen Seite. Die Hüfte geht nach hinten. Wir schieben wieder nach vorne. Hüfte geht nach hinten. Schieben nach vorne und verbinden das Ganze. Jetzt bewegt sich die Hüfte in die andere Richtung. Wieder achten wir darauf, dass der Rücken lang ist, dass der Oberkörper aufrecht ist. Ein ganz klein bisschen darf der auch ruhig mal mitgehen. Ist besser, als wenn er sich verkrampft. Aber es geht um die Hüfte, der Oberkörper bleibt locker und aufrecht. Die Wirbelsäule lang, die Knie gehen mit und die Füße bleiben am Platz. Und dann kann man fließend ineinander übergehen, von Kreisen
zu Hüftachten, wieder zu kreisen und zu Hüftachten in die andere Richtung. Ganz wie du das möchtest und wie du Spaß hast am Tanz. Ja, nicht nur mit der Hüfte kann man kreisen, sondern auch mit dem Oberkörper. Deswegen eben diese drei verschiedenen Isolationsebenen. Zur Hilfe macht es vielleicht Sinn, sich mit den Händen hier ein bisschen abzustützen oder es auch erst einmal auf einem Hocker auszuprobieren. Und Michaela zeigt es von der Seite, damit du das gut sehen kannst. Auch da gehen wir wieder in alle Richtungen, also erstmal natürlich wieder hier unsere Grundposition. Der Unterkörper bleibt einfach locker entspannt nach unten oder wird fixiert auf dem Stuhl zu Übungszwecken. Und dann hatten wir ja schon diese Seitbewegung, das seitliche Verschieben. Und es gibt dann noch ein Hoch und ein Ab. Wenn dabei jetzt so ein bisschen nach vorne gekommen wird oder so, das ist nicht weiter schlimm, das werdet ihr gleich so auch an Michaela sehen. Oben und unten, ruhig auch ein bisschen vor und zurück. Es ist schließlich auch letztendlich ein freier Tanz. Und dann versuch mal, wie gesagt, wir nehmen erstmal wieder die vier Ecken. Zur Seite, hoch, andere Seite, ab. Seite, hoch, andere Seite, ab. Und das verbinden wir zu einem Kreis. Wobei es wichtig ist, dass die Schultern entspannt bleiben. Probier es aus, ob es leichter ist für dich, sie hier so zu fixieren oder vielleicht auch lieber hängen zu lassen. Manchen hilft auch die Vorstellung, dass so hier in der Mitte ein Joystick ist, mit dem der Oberkörper gekreist wird. Auch die Bewegung erstmal langsam und vorsichtig und dann wie du magst oder wie die Musik ist. Auch da dann in die andere Richtung. Und sei nicht frustriert, es kann vielleicht sein, dass es zum Anfang nicht ganz leicht ist, weil wir einfach das nicht gewöhnt sind, unseren Oberkörper so zu bewegen. Probier es immer wieder aus, geh auch immer wieder in diese ursprüngliche vorbereitende Bewegung zurück. Und mit der Zeit wird es ganz bestimmt auch klappen. Da bin ich mir sicher. Als nächstes zeigen wir dir, was du mit dem, was du bisher gelernt hast, schon alles anfangen kannst. Bei orientalischen Stücken kann man sich immer gut am Rhythmus orientieren und deswegen fangen wir damit auch an. Und da hatten wir bisher den arabischen Grundschritt, die Wippe und den Twist. Jeder frei, wie er möchte und du kannst gerne mitmachen. Hör mal hin, erkennst du den Rhythmus wieder? Was sagst du? Ja, sehr gut. Okay, dann legen wir mal los.
den Saidi-Rhythmus vorstellen? Das ist ein oberägyptischer Rhythmus, der gerne auch von Männern getanzt wird. Darf ich dich da mal zu mir bitten? Wir stellen uns wieder in die Grundhaltung mit lockeren Knien. Und dann machen wir einen Seitschritt, Tap. Seitschritt, Tap. Das heißt, wir ziehen den Fuß nur ran, ohne unser Gewicht darauf zu verlagern. Seitschritt, Tap. Seitschritt, Tap. Seitschritt, Tap. Seitschritt, Tap. Und statt diesem Tap machen wir jetzt einen Kick. Das heißt, wir beginnen wieder mit Seitschritt, Tap. Seitschritt, Tap. Seitschritt, Tap. Und machen dann einen Seitschritt, Kick. Seitschritt, Kick. Seitschritt, Kick. Seitschritt, Kick. Wichtig ist, dass du in den Knien locker bleibst, Oberkörper weiterhin aufgerichtet. Und dann ist das ein beliebter Rhythmus, der für Stocktanz verwendet wird. Deswegen biete ich spirituellen Tanz als Chakra-Bauchtanz, Körpertherapie und orientalischen Tanz an. Dazu benutze ich auch Zimbeln. Stock, Schwert und Schleier. Gelegentlich trete ich auch auf. Mine wie Rus, jambi min, echna mal echla halloween, lemma bisma sot tabletek. تك تك ودوم انا عقلي ولا وطار رايح جاي بالبازار والليله دي احلى ليله والحلوين كتار كتار Wenn auch du dabei sein möchtest, bist du mir herzlich willkommen.